Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Im Hintergrund seht ihr eine kleine G36C, frei für alle Mob, extra noch vor kurzem erspielt, einfach nur für den guten Kugelblitz. Ja, wir hatten so ein kleines Wettbewerb am Laufen, wer schneller die G36C Mob bekommt. Und da er an dem Tag leider nicht online war, habe ich mir gedacht, spiele ich zwei Runden FFA. Die erste Runde war die PM9 Mob und die zweite diese schöne G36C Mob. Ja, ich bin hier zuerst auf einer 5er Streak gestorben, weshalb am Ende halt der letzte Kill die Mob sein wird. Ja, wunderschöne Klasse, G36C, Rotpunkt-Schalldämpfer. Man kann sie auch mit Erweiterten und Schalldämpfer spielen, das ist halt, wie man es lieber mag. Ich komme in letzter Zeit mit dem Ironside nicht so gut klar. Ist halt, ne, wer es lieber hat. Dann als Zweitwaffe die MP9 mit dem Schalldämpfer, weil es sonst ja keine richtig gute Zweitwaffe gibt, außer der FMG9 Akimbo und der Magnum, aber auf Magnum hatte ich keine Lust und FMG ist ein bisschen OP und außerdem auf Mission nicht unbedingt gut, wenn man mal überlegt. Die FMG ist auf kurze bis mittlere Distanz gut, ne? Aber auf lange Reichweite ist sie nicht so unbedingt der Oberhammer, der Burner. Und muss man einfach mal sagen, da hat Mission einfach viel zu viele mittlere bis lange Ranges, auf die dann eine FMG nicht so sinnvoll ist, außer man hält sich halt nur in der Mitte auf, ne? Also wieder mal nur, wer es lieber hat, ne? Also es ist halt eigenes Empfinden, ja. Es gibt halt Leute, die sind lieber nur in der Mitte und dann gibt es halt Leute wie mich, die sind lieber außen an der Map und holen sich die Leute, wenn sie gerade spawnen und nicht damit rechnen. Haha, böse Lache einbauen, bitte jetzt. Dann Perks Plünderer, Hardliner und Stalker, also ziemlich Standard für ein Sturmgewehr. Ich hoffe, ihr wisst alle warum, wenn nicht, dann werde ich es kurz erklären, einfach nur, weil ich das gerne machen möchte. Also Plünderer ist natürlich logisch, ihr habt halt dann diesen Vorteil, dass ihr am Anfang mehr Munition habt, wenn ihr spawnt. Nämlich, ich weiß nicht, ob das bei jeder Waffe so war, bei der ACR war es halt 270 Schuss, war das glaube ich, weiß nicht mehr genau, ich bin total aus MW3 irgendwie raus. Und ihr könnt dann halt, wenn ihr einen killt, lassen die blaue Pakete droppen und aus denen könnt ihr euch also Munition einfach holen. Dann Hardliner halt, damit ich, und jetzt guckt euch diesen Killer, warte, ich habe noch eine Kugel übrig und, Kill. Perfekt, wunderschön, so muss das sein. Wenn das ganze Spiel immer so laufen würde, wäre das wunderbar. Jedenfalls Hardliner, damit ich meine Killstreaks einen früher bekomme. Und das heißt natürlich auch die Mob einen früher. Und in anderen Spielmodis ist es halt noch so, dass man für zwei Assists einen Kill kriegt. Das geht natürlich in Frei für alle nicht, weil hier kannst du keine Assists machen, weil es keine Teams gibt. Ja. Stalker, damit ich halt im Zielen mich schneller bewegen kann, weil das mit Sturmgewehren doch schon ziemlich langsam ist und man halt nicht mehr flexibel genug ist, um in einer 1 gegen 1 Situation richtig einen Vorteil zu gewinnen. Und außerdem werden damit Sprengsachen wie hier Claymores und Esmin und so weiter halt langsamer ausgelöst, was natürlich auch ein schöner Vorteil ist. Und jetzt habe ich das ganze Gameplay schon über das Gameplay gequatscht, ohne über das Gameplay zu quatschen. Den Spezialisten seht ihr am Rand und ich will noch kurz was ansprechen. Und zwar brauche ich eure Hilfe. Ich würde einfach gern wissen, was ich besser machen könnte an meinen Videos, weil ich bekomme halt selten, es sind halt, negative Kommentare sind es an sich ja schon, allerdings ist das halt Kritik und ich möchte gerne ein bisschen Kritik von euch bekommen, was mache ich gut, was mache ich schlecht, was kann ich besser machen und wir haben auch schon die Mob erreicht und direkt danach, wie es sich gehört, eine Klette abbekommen. Einfach wunderbar. So muss das sein. Jetzt drehe ich mich ein bisschen, werfe mein C4 rum. Das war's schon. Also bitte schreibt mir, was ich besser machen kann, damit für euch natürlich auch das optimale Video am Ende rauskommt. Ich bin damit schon raus. Ich wünsche euch noch einen schönen, heute ist Dienstag, ja, einen schönen Dienstag. Haut rein, macht den Bildschirm aber nicht kaputt. Euer Random. Tschüss. Also,